Dann kannst du meinen Sack haben. Ey, cool, du hast da eine Handfackel. Du auch. Wenn du die nicht verkauft hast. Hier, auf dem Boden. Ein einfaches Säckchen. Einfaches Säckchen, ja. Das rüstest du dann aus. Hey, warte. Nö, ich bin weggelaufen. Wo ist denn das hier? Im Inventar. Ah, da. Einfaches Säckchen. Rüst dich aus. Dann, ja. Rechte Maustaste, glaube ich. Okay, also nehme ich jetzt das Säckchen, ja. Ah ja, okay. Samen auswählen. Genau. Plantage. Apfelbaumsetz-Säftling. Okay, Säftling. Das... Säftling, genau. Wrestling. Apfelbaum-Wrestling. So, jetzt gehe ich damit raus zum Feld oder was und kann den vielleicht da einpflanzen. Genau, bei deiner Plantage. Unbesät. Sehen. Was sehen wir denn? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wo habe ich gemacht? Ein Baum passt offensichtlich nur hin. Ja, ja. Also pro Plantage ein Baum. Muss ich den jetzt gießen oder so? Oder was muss ich damit machen? Nö. Ist dir eigentlich wärmer, wenn du mit der Fackel rumläufst? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, weiß, nein. Keine Ahnung. Also hier habe ich schon mal keine Fackel. In der Natur. Das musst du dir mal kurz eine Fackel bauen. Richtig Fackel, Mann. Ich sag einfach mal so, da fackel ich einfach doch gar nicht lange. Benötige 9 Stroh. Die waren vorm Haus. Warte. Wie lange hält die Fackel so? Ist abgebrannt. Ich weiß, ich habe sie nicht die ganze Zeit an. Ich habe sie nur, wenn ich mal kurz Licht brauche. Aber vielleicht ist dir wärmer, wenn du mit der Fackel rumläufst. Aber du, ja, musst du doch mal gucken. Du siehst aber dann, wenn du die Fackel in den Gang hast, siehst du eine Fackelhaltbarkeitsanzeige, die dann langsam weniger wird. Boah. Jetzt renne ich mal mit der Fackel rum. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich schneller friere oder nicht. Ob du schneller frierst? Ja, schneller logischerweise nicht. Was du da hinten? Ich auf lange Sicht möchte ich mir hier mal ein größeres Haus nachher hinbauen. Da schaffe ich jetzt einfach Platz. Ich habe irgendwann nebenbei mal gesehen, wo ungefähr sich der Bär rumtreibt. Könnte ich eigentlich... Und hier auf der Ecke ist er nicht. Könnte ich hier eigentlich einen Waldbrand entzünden? Nö. Das ist schade. Hat doch gerade erst geregnet. Alles viel zu nass. Geht ja, deswegen. Ja, was mache ich? Das Spiel lässt es dir nicht zu, dass du einfach hier die Welt abbrennst. Aber Fakt ist, mit Fackel ist einem deutlich wärmer. So, was mache ich denn jetzt? Bin so hilflos und unentschlossen und weiß nicht, was ich machen soll. Weiß nicht, wie voll unsere Truhe schon wieder Gewicht ist vom Gewicht her mit Batterien. Gewichtmäßig. Wenn das Gewicht ist, das Gesamtgewicht, was da immer steht. Achso, ja, 31. Nee, da geht noch was. Okay. Genau. Dann machen wir doch einfach mal verwenden. Holzlöffel. Dafür brauchen wir Stöcker. Und Holzflaschen brauchen wir Bretter. Auf, dann stelle ich doch einfach mal ein paar Bretter her. Öffnen. Hier habe ich, glaube ich, mein Zeug reingetan. Hier ist auch noch der Hirschschädel drin. Den Hirschschädel könnte man verkaufen, ne? Jo. Weiß nicht, ob es viel gibt, aber... Den steht hier. So, da mal ein bisschen Weg hin. Wir nicht mal durch Modder hinlaufen müssen. Hab ich nicht rein zufällig.
Wetter. Das ist natürlich auch eine Methode, sich einfach warm arbeiten, statt mit der Fackel rumzulaufen. Dass ich nicht auf die Idee gekommen bin. Ja, okay. Oh, machen wir auch mal ein bisschen Weg lang. So, machen wir noch mal ein paar Holzflaschen. Dann machen wir auch noch mal ein paar Holzlöffel. Wir machen immer 10er Batterien, glaube ich, an diesem Zeug, ne? Genau. So. Du, 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 du. Holzflaschen. Hast du jetzt eigentlich deine Pfeile verkauft? Ja, aber nicht alle. So. Wir haben ja auch noch haufenweise Federn. Ja, ich mach noch mal ein paar Pfeile. Ja. Hier ist jetzt nicht, aber 40 Pfeile kann ich noch mal machen. Ah, ich hatte einfach nur nicht mehr Stöcker. Idiot, die Gürteltasche muss ich wahrscheinlich ummachen, ne? Die musst du auch ausrüsten, ja. Junge, Junge. Ah, jetzt mache ich wieder einen Holzlöffel. Ich bin so clever. Nee, nee, nee. Du bist zu klug. For the world. Löffel? Nee, da macht doch immer tatsächlich nur einer Dinger. Warte, ich muss mal ein bisschen. Ja. Ja. Nur Flaschen macht er im 10er-Pack. Und Pfeile auch. Wir haben jetzt mal. Ich sag mal so, da wo gehobelt wird, da fällt auch Späne, wie man sieht. Letztlich habe ich die Fackel in der Hand. So, 200 Pfeile haben wir jetzt auch zum Verkaufen. Warte, ich mache nochmal Holzflaschen. Vielleicht können wir dann gleich schon losgehen. Ach nee, wir können vielleicht eher noch ein paar. Wie ist das? Lass uns mal gucken, wo wir Wegwarte finden, tatsächlich. Oder wie heißt das Zeug, was wir brauchen? Doch, Wegwarte, ne? Nee, breitwegerig. Breitwegerig, ja, ich verwechsel die. Klingt ja alles ähnlich. Oh, die 120 Holzflaschen. Also wir haben 77 Kilo. Lass uns mal. Wie heißt das Ding nochmal so? Breitwegerig. Wo gibt's das? Ja. Gibt's das am Kapitel-Tipper da? Was ist mal? Nee. Rumlaufen und suchen. Ja, was anderes kann ich dir dazu auch nicht sagen. Gibt das so in Wassernähe oder so? Gibt es da so ein paar Tipps? Ich habe es im Wald gefunden, ich habe es auf freier Fläche gefunden. Geht da ein Holzwagen? Das Einzige, wo ich es noch nicht gefunden habe, ist im Fluss. Ey, hier steht ein Holzwagen mit einem kleinen Bündel. Hast du den da hingestellt? Nee. Ich habe ihn nur geplündert. Ich denke, es ist einfach dann keine Zeit für breitwegerig, kann das sein? Doch, ist es, sonst hätten wir keinen gefunden. Ja, aber der breitwegerig ist doch schon vorbei. Wir haben doch jetzt keinen gefunden heute. Naja, weil da, wo wir lang gelaufen sind, laufen wir immer lang. Da haben wir schon den ganzen breitwegerig eingesammelt. Und du meinst, der wächst nicht nach, oder was? Nicht von Tag zu Tag, von Jahreszeit zu Jahreszeit passiert das alles nur. Während die braucht keinen. Wenn ich diese Alt-Taste drücke, dann müsste er mir das ja eigentlich anzeigen, ne? Genau, musst du ihn gedrückt halten, dann wird er mit der Zeit seine Ausdauer geringer, aber. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade direkt bei der Kräuterhütte breitwegerig gefunden. Ich hab Wegwarte. Auch nicht weiter. Ah, breitwegerig.
Siehst du auch so schlecht? Fein. Hab ich schon wieder kein Messer dabei? Wieder ein Hirsch essen. Hier wächst auf jeden Fall breitwegerig. Auf jeden Fall welchen mit. Aufsicht nicht, ich doch bin. Zeit, dass die Bäume ja nachwachsen. Das dauert ein bisschen. Jagst du Hirsche? Ich habe jetzt gerade immer drei erwischt. Hauptgrund war, ich bin hungrig. Ball im Bogen oder wie hast du die gekriegt? Ja. Wenn du dich genug rankommst mit Schleichen und dann vernünftig triffst, dann bleibt der Pfeil stecken und dann laufen die zwar weg, aber nehmen dir die ganze Zeit durch den Pfeil Schaden. Dann musst du nur noch geduldig hinterherlaufen und kannst sie vielleicht noch ein zweites Mal mit Pfeil erwischen. Ja, ich glaube, wir uns schon mal noch. Ein Nahrungsmittellager zulegen. Scheiße, jetzt meine Pfeile weg. In der Verkaufstruhe sind noch keine Ahnung wie viele 100 Pfeile. Oder ist mein Bogen einfach kaputt? Warte mal. Mein Bogen ist kaputt. Nein! Du hast den Bogen überspannt. Ja. Und glaub mir, der Hirsch war ganz schön verletzt. Ja, da ist er ja. Steckt der, kannst du was sehen, wenn du jetzt Alt drückst, dann müsstest du ja auch verloren fallen gelassene Gegenstände finden, sehen können. Beziehungsweise Gegenstände, die in Tieren stecken. Also die Pfeile, die in einem Tier stecken. Dann kannst du ja so ein bisschen erkennen, welcher der Hirsch das ist, den du angeschossen hast. Also einen Pfeil habe ich gefunden, also einen werde ich nur mit einem Pfeil getroffen haben, aber den Hirsch sehe ich nicht mehr, der ist weg. Und den Bogen kann ich mir ja selber looten, ne, oder? Ne, haben wir noch nicht das Rezept für und die Materialien fehlen uns auch. Echt? Das ist natürlich blöd. Aber wo ein Bogen sein könnte, erfahrungsgemäß. Mal kurz gucken, wie laufen wir da am besten. Hast du ja noch ein Feld gemacht? Nein, das ist das Anfang eines Lagerhauses. So. Ey, ich musste erstmal keinen Pfeil im Bogen haben. Ist doch nicht schlimm. Was für eine Bude müssen wir denn haben, um das überhaupt zu bauen? Das müsste in der Jägerhütte, müsste das so eigentlich herrichten können, oder nicht? Genau. Und da hatten wir ja uns überlegt, dass wir dann den normalen Bogen quasi direkt überspringen und gucken, dass wir einen langen Bogen herstellen, weil der mehr Schaden macht. Genau, und dafür brauchen wir Leinen. Leinengarn habe ich ja schon mal gekauft dafür.
Genau, habe ich 4 Stück. Leder habe ich auch und einen Holzstamm habe ich auch. Ich könnte einen Langbogen bauen. Nein. Weil wir noch nicht Das. das Langbogenrezept freigeschaltet haben, weil es gibt immer zwei Ja, Schema Bedingungen, die kaufen von dir. kostet 500. Genau, wir müssen auch erstmal erfahren genug sein, um dieses Schema herstellen zu können. Ich weiß nicht, ob Ja. wir es überhaupt schon freigeschaltet haben. Erfahren, glaube ich schon. Nee, nicht genug. Nee, doch. Warte, war Langboden. Doch. Nur noch nicht freigeschaltet. Die Erfahrung haben wir, aber. So, fehlen noch die 500. 100, genau. Dann würde ich sagen. Dann stelle ich noch Sachen her, die wir verkaufen können und dann gehen wir einfach wieder los. Ja, ich sammle. Ah, ein bisschen Breitwegerich habe ich schon mal wieder, aber Löwenzahn habe ich auch. Laufe hier quasi gerade rum und räume immer weiter ums Dorf rum auf. Ist einfach erstmal schnell raus. Ja, ich habe Richtig schön satt essen. bei der Kräuterhütte habe ich in die Truhe auch schon mal ein paar Flaschen reingepackt. Ich weiß nur nicht, wo du die Eimer gelassen hast. Ach ja, genau, ihr müsst nicht ausrüsten den Eimer, ne? Genau, damit gehst du mit dem Eimer zum Fluss und dann kannst du ihn füllen. Einfach mal 4. Einfach mal 6. 6. Ja, 4 und 6. Grabzahl, oder wie war das? So, warte. Was Und zählst du da denn? ich habe 2 Eimer mitgenommen. Achso, hast du 2 Eimer mit Wasser gefüllt? Oder war da noch Wasser drin? Du kannst, was auch so ein bisschen blöd ist, du kannst nur einen leeren Eimer füllen. Du kannst nicht sagen, der Eimer ist halb voll, ich bin aber gerade am Fluss und mache ihn nochmal ganz voll. Ja, auch Holzflaschen. In der Truhe, habe ich ja gerade eben gesagt, in der Ja. Truhe sind welche. In die Truhe. Ja, in der Truhe in der Oh, Kräuterhütte. und Löwenzahn muss ich nochmal ausrüsten. Effi noch Löwenzahn. Komm, nehme ich alles. Oder machen wir nochmal richtig hier ein auf Miraculix oder wie der heißt. 4 Stück kann ich nur herstellen. Oder soll ich Trank des Heilens auch noch ein paar herstellen? Ein paar, also wenn du dann kannst wahrscheinlich nur einen herstellen. Ja, 2. So, packe ich gleich drüben wieder in die Bude. Habe noch eine Steinaxt gemacht. Wo ist die geblieben? Oh, ich habe Steinmesser gemacht, ich Trottel. Heiltrank. Habe ich noch gemacht? Halt, Trank des Heilens, 2 Stück. Kilo haben wir hier drin. Da ist noch der Pflaumenwein drin. Wollen wir den nicht auch verkaufen? Der gibt 300. Ja, die haben wir, glaube ich, beim letzten Mal noch nicht mitgenommen, weil wir voll waren. Also von der Tragekapazität her. Oder voll waren. Ja, so ist es halt manchmal. Dann lege ich mal kurz meinen ganzen unnötigen Kram ab. Trank des schnellen Heilens gibt 5. Ach so, Heiltrank gibt 5. 14. Aktiv. 47 habe ich. Nochmal. Steinpfeil, hast du 200 gemacht? Ja. Und dann nehme ich nochmal die Steinmesser mit. Holzlöffel, dann habe ich 55 Kilo. Ich habe 1000 Holzflaschen. Ja, Warte. hab auch noch ein paar Holzflaschen damals gemacht. Also, ich kann bis zu 70 Kilo fast mitnehmen. Machen wir 65, weil dann finde ich vielleicht unterwegs noch was, dass wir noch nebenbei ein bisschen sammeln können. Oder what did you think? Warte mal, ich entledige mich erstmal meinen anderen unnötigen Sachen. Oh, ich laufe aber schon schwergängig.
Gesundheit. Alles vollgerotzt. So, warte mal. Löwenzaun würde ich gleich drüben hinpacken. Und reife Beere kann ich gleich wegschneiden. So, und die ganzen Kräuter packe ich mal drüben in die Kräuterbude. Wie schmeiße ich denn das raus, was ich nicht mehr haben will? Was, zum Beispiel, wie du Dinge in die Truhe packst? Unreife Beeren ablegen. Ja, genau. Nee, unreifen Beeren, die will ich mich mal entledigen. Das ist Platz weg. Werde ich die später bewerfen einfach oder so. Mein Scherz. Ach so. Wegwarte kann da noch rein. Löwenzahn kann da noch rein. Alleskraut kann da rein. Gänseblümchen kann da rein. Ah, Eimer mit Wasser könnte ich ja auch hier lassen. Ist ja Quatsch, das mitzunehmen. Ist nur unnötig Gewicht. Oh. Was packst du das alles in der Kräuterbude? Ja. Was ist das für ein Quatsch? Dann pack das bei dir zu Hause rein. Nein, die Kräuter braucht man doch da. Ja, das Wasser. Weil du gerade aufziehst, dass du noch, sonst noch so alles reinschmeißt. Nee, nein. So. Ein bisschen Ordnung hier im Mittelalter. Freundchen. So, ich habe jetzt die ganzen Steinpfeile noch mitgenommen. Ich nehme noch Holzflaschen mit. So bis 65 Kilo. So, willst du noch was mitnehmen oder hast du schon? Hey, ich warte nur, dass du die Truhe frei machst. Also ich könnte noch ein bisschen mitnehmen, aber dann wird es schwergängig. Richtig. Lerne deine Kräuter. Das sind jetzt meine Hausaufgaben. Ja, ja. Und das schon vergessen, du bist derjenige mit dem Rucksack auf, ne? Ja. Versteuerst du dich die ganze Zeit? Ich will nach rechts laufen. Wieso macht der das nicht? Nee. Du kannst aber ganz schön schnell laufen mit deinem Rucksack. Ich bin sonst auch ziemlich ausgelastet. Wollte das kurze Rennen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier mit den Kohlen ist. Wunder. Eine Krähe hat meinen Weg gekreuzt. Also habe ich sie gekreuzt. Egal, bei wem wir verkaufen, ne? Ja. Es wird erst irgendwann interessant, falls einer der Händler kein Geld mehr hat. Danke. Alter, ich dachte gerade, der schlägt mit der Axt auf das Kind, ey. So, Heiltrank. Mädel, lauf doch einfach um mich rum. I love it when it's busy. Boredom is a silent killer. Our king will go down in history as the most forgettable one. Mein Gott, hör doch auf, so. At least there's still mother. Hallo, Kollege. Ich hätte gern. Ich hätte gern Leinsamen. I saw stranger things. 15 Leinsamen. Wenn du einen Apfelbaum hast, dann möchte ich nachher einen Birnenbaum haben. Mhm. Deine. Ach. So, da müssen wir nur noch ein bisschen Geld sparen, dass wir uns in den Langbogenplan da freischalten können. Our Quartermaster is a good fellow. Ich hab 798 Taler. Dann hast du die wertvolleren Sachen mitgenommen. Ich hab, gut, jetzt nach dem Einkaufen habe ich jetzt noch 215. Aber dann haben wir auf jeden Fall genug Geld für den Dings. Für den? Für den Langbogenplan. Ja, genau. Wollen wir nochmal so Leingedöns da mitnehmen, um uns vielleicht zwei, drei gleich davon zu bauen? Ich habe auch vier Leingarn. Also kann sich jeder einen. Also kann uns jeder einen Langbogen bauen, ja. Gut, Knut. Dann ab nach Hause, oder was? Ja.